Aber ich hab mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Wo sind Sie jetzt? Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum noch viel mehr als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan Kastanichli Quechnitlanar Nastilan Kirchni. Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden. Und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dicht zu folgen. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan?
Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Na, das klingt jetzt nicht unbedingt vielversprechend. Alter Schwede, da ging ja ganz schön was ab. Okay, wir werden uns mal gerade um die 200 Dollar kümmern. Ich hatte gute Arbeit geleistet und alles getan, was Carla von mir verlangt hatte. Ein kleines Basketballspiel war jetzt genau das Richtige, um zu relaxen und eine Rechnung mit Jeffrey zu begleichen. Erstmal aufwärmen. Na komm, das ist kein Fußball. Okay, 200 Dollar Einsatz. Der, der zuerst 10 Punkte macht, gewinnt und kriegt's Moos. Sind wir uns einig? Dann sagt er den Kröten schon mal ciao. Abwarten, also dann. Weil ich ja so fair bin, werde ich dich anfangen lassen. Ach so, kriegt er. Okay, das verstehe ich wenigstens. What the fuck? Okay, Leute, das kann sich dezent ziehen, so wie das aussieht. Flasche. Okay. Los, los, los. Los, los, los. So, was von Punkte gemacht. Und Punkt. Ja, wenn das keine Glanzleistung war. Go, go, go. Fuck, fuck. Ha! Das Endergebnis zählt. Der Rest davor ist unwichtig. Schön, schön. 4 von 10. Boah, ich hoffe immer noch echt, dass diese Musik keine Probleme macht mit der GEMA. Das würde mich doch dezent ärgern. So, 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 so. Bamski. Die Disziplin wechseln. Wie wäre es vielleicht mit Schach? Vorsicht, Junge. Schach ist schön. Schach macht Spaß. Eleganz. Fuck. Jawohl, es zählt noch. Okay, letzter Punkt. Komm schon. Das sieht gut aus. Juhu. Fertig. Er beschleunigt, umgeht die Verteidigung und Treffer! Na, wenn das kein Talent ist! Hey, für den weißen Bullen schlägst du dich tapfer. Du dich aber auch. Alle Achtung! Wusstest wohl nicht, dass ich Amateurspieler war.
Tja, deine Piepen kannst du vergessen. Du bist ein verdammtes Arschloch, Tyler. Weiß ich. Deswegen kannst du mich ja so gut leiden. Naja, dann wäre die Sache mit den 200 Dollar wenigstens endlich mal geklärt. Ab zu Carla. Training Sergeant Mitchell, da hinten, vorletzter Stand. Danke. Vorletzter Stand. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Na, geht so. Die ist dir etwas zu groß. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Ich denke, das habe ich gesehen. Drücken Sie die linke Maustaste zum Feuern, drücken Sie die rechte Maustaste zum Nachladen. Töten Sie die Terroristen, um Zeit zu gewinnen, aber wenn Sie die Zivilisten treffen, wird Ihnen Zeit abgezogen. Okay. Was denn nun? Oh nee, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Kann ich draufziehen? Ich bin mit dem Mauszeiger außerhalb des Bildes. Jetzt darf ich erst wieder. Ey, ist das eine Scheiße. Ich darf nicht zielen, ich darf nicht zielen. Ja, okay, wie lange geht denn das jetzt? Bis ich keine Zeit mehr habe, oder was? Nein! Ja, ich weiß gerade nicht, wie lange das hier noch gehen soll. Alter. Vielleicht bis die Zeit ausläuft, ich weiß es ja nicht. Sprich, bis ich keinen Bonus der Zeit mehr bekomme. Also, wie soll man die denn treffen? Oh. Auch das erinnert mich gerade wieder ein bisschen an Snatcher. Ja, okay, dann läuft die Zeit wenigstens gleich aus. Das heißt, es ist in jedem Fall vorbei. Sie haben's aber drauf. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen könnten. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Was wissen Sie übers Opfer? Ein Durchschnittsbürger war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann,
Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Nö, ich möchte eigentlich nie nochmal. Na toll. So wie das aussieht, müssen wir das jetzt jedes Mal machen. Für eine andere Antwort zu bekommen von ihm. Was natürlich dezent nervt. Vor allem mit der grottenschlechten Steuerung. Kann ich jetzt... Nein. Fuck, ey. Nach dem Schießgefecht hier werde ich gleich wieder gucken, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Das ist so großartig, das macht so einen Spaß. Nö, vergiss es. Ihr müsst wissen, der Mauszeiger ist noch auf dem Bild. Also... Ich habe den Mauszeiger zusätzlich zu meinem Fadenkreuz. Der Mauszeiger befindet sich allerdings nicht schön mittig auf dem Fadenkreuz, sondern ungefähr jetzt gerade da, wo meine Munitionsanzeige ist. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wenn ich so nach links ziehen muss, wie weit das schon aus dem Bild rausgeht. Und da ich gerade ein anderes Aufnahmeprogramm benutze, das die Datei ein bisschen kleiner macht, sodass ich im Prinzip heute alles noch komplett auf die Platte bekäme, kann ich mir nicht sicher sein, dass das Aufnahmeprogramm hier das auch einfach ohne Probleme weiter aufnimmt. Wenn ich mal aus Versehen rausgeklickt habe. Verdammt. Ja, wir müssen das jetzt nicht wirklich jedes Mal machen, oder? Ich lasse das jetzt einfach gerade mal ein bisschen. Okay. Exzellenter Schuss. Sie sind ein Naturtalent. Ich weiß. Könnte man jetzt bitte mal... Und was war dann? Sie stellten die Untersuchung doch sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer... grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Und die Täter wurden stets verhaftet? Nein. Entweder begangen sie Selbstmord, bevor wir eintrafen, oder wurden verrückt. Aber alle gingen genau gleich vor. Sie durchtrennten dem Opfer stets die Herzarterien. Ganz akkurat. Dann ritzten sie sich eine Schlange in die Arme. Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt? Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Oh nö. Ach, Gott sei Dank. Da hätte ich nämlich gerade überhaupt gar keine Lust. Okay. Wie gesagt, ich will kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft.
Wir sehen uns gleich im nächsten Part oder im selben Part noch, je nachdem, wie es schneidet. Bis gleich.